Karls, jemand dabei ist, der hinterher die Aufzeichnung braucht, weil es mit den Kindern im Hintergrund doch nicht geklappt hat, dann einfach melden. Ich zeichne das Spiel jetzt auf. Gut, dann einen wunderschönen guten Morgen und ein gesundes neues Jahr noch. Für alle, die ich noch nicht gesehen habe, gehört habe, wird auf jeden Fall ein spannendes Jahr werden, glaube ich. Deine Matte, dein Kissen, deine Decke liegt sehr wahrscheinlich schon griffbereit und dann nimm mal für den Beginn, für den Start in die Freitagmorgen-Beckenbodenstunde einen bequemen Sitz ein. Christine, dein Headset funktioniert nicht. Schau doch mal unten rechts beim Lautsprecher nach, ob der vielleicht ausgeschaltet ist. Meins, ihr hört mich nicht. Ines, du hörst mich schon. Annemarie hört mich auch. Die anderen hören mich. Also ich höre dich auch. Schade, ich glaube, das liegt am Raum. Genau, das könnte sein, weil ich hier allein bin. Kopfhörer ist aber eingestellt. Christine, es tut mir leid. Ich sehe jetzt nicht, woran es liegen könnte. Der Kopfhörer ist eingestellt, das Mikro ist eingestellt. Wir schauen mal, dass es trotzdem funktioniert. Ja? Gut, dann lasst euch von dem ungewohnten Geräusch nicht stören. Und finde trotzdem in einen aufrechten Sitz, Schneidersitz, Meditationssitz, sodass du deine Füße, deine Beine gut erden kannst, dass sie einen guten Kontakt zum Boden bekommen, dass das Knie entspannen kann, nicht schmerzt, dass die Sprunggelenke entspannen können und nicht irgendwie eingequetscht sind. Also kein Sitz, den du irgendwie aushalten musst, sondern den du verweilen kannst. Und dann schließ deine Augen, atme tief in den Bauch hinein und lass dich ausatmen, immer tiefer vom Becken her in deine Unterlage reinsinken. Beobachte so ein paar Atemzüge lang deinen Atemfluss. Lass dabei deine Schultern immer mehr nach hinten, unten sinken. Entspann die Arme, die Hände. Und wachse vom Steißbein aus beginnend noch ein kleines Stück nach oben. Die Scheitelkrone zieht Richtung Zimmerdecke. Und du entspannst deine Gesichtszüge, die Stirn, Kiefer, Nase, Schläfe, die Fältchen um deine Augen herum. Lass dein Kiefergelenk locker. Und wenn du vielleicht jemand bist, der nachts gern mit den Zähnen knirscht oder auch sonst, dann nimm mal so ein paar Bewegungen vom Unterkiefer weg. Lass sie mal aushängen, schiebe ihn mal nach links und nach rechts. Es knirscht wahrscheinlich. Du weißt, Kiefer und Beckenboden ist miteinander verbunden. Es gibt immer so Schaltstellen im Körper, die in Konsequenz, in Verspannung ungünstig zu einem anderen Gelenk stehen.
Stress macht uns in der Hüfte eng. Ja, hier spannen wir dann ungünstig an. Das bewirkt auch, dass wir den Kiefer oft zusammenbeißen, wenn wir im Stress sind oder angestrengt sind, sehr konzentriert. Es gibt eine ungesunde Spannung im Körper. Ungesunde Spannung im Körper bewirkt, dass die Hüfte nicht frei beweglich ist. Die Hüfte im Körper nicht frei beweglich ist, kann es im Knie einen Schmerz auslösen. Wenn die Hüfte nicht frei beweglich ist, dann kann unser Beckenboden nicht gut arbeiten. Unser Beckenboden besteht aus 3 Schichten. Dies habt ihr das ein oder andere Mal schon bei mir gehört. Und versuche in alle 3 Schichten in Gleichklang zu bekommen in dieser Stunde mit Lockerungen, aber auch mit Kraft und Anspannung. Gut. Nimm deine Hände mal auf den Bauch, einfach um wieder ein bisschen mehr Kontakt zum Beckenboden zu bekommen. Es gab jetzt eine Weile keine Beckenbodenstunden. Beckenboden flutscht uns dann immer so ein bisschen durch. Wenn du einatmest, schiebt die Bauchdecke in die Hände hinein. Fingerspitzen bewegen sich so voneinander weg. Wenn du ausatmest, sinkt die Bauchdecke ein, die Fingerspitzen berühren sich wieder sanft. Beobachte diese Bewegung ein paar Mal. Mit der Einatmung schiebt das Zwerchfell in den Bauchraum hinein, bewegt die Organe. Die Organe weichen aus, die Bauchdecke wölbt sich nach vorn und nach unten, wird vom Beckenboden gehalten. Der Ausatmung geht der ganze Weg zurück. Beckenboden schwingt nach oben, Bauchorgane schieben nach oben und das Zwerchfell schiebt unter die Rippenbögen. Einatmen, Zwerchfell, Bauchorgane, Beckenboden. Ausatmen, die Bauchdecke sinkt nach innen, du spürst die Fingerspitzen und die Ausatmung folgt. Gut, dann nimm mal dein Kissen raus, lass es aber gern in der Nähe liegen. Und dann komm mal auf die Matte. Nimm einen Sitz ein, das kann der Meditationssitz sein. Nimm mal die Hände unter das Gesäß und spür mal zu deinen Sitzbeinhöckern hin. Du kannst gern aufgerichtet sitzen bleiben. Kurze Visualisierungsübung für alle 3 Schichten nochmal. Die erste Beckenbodenschicht ist die Schicht, die sich wie eine liegende 8 um Harnröhre, Scheidenausgang und Darmausgang schlingelt. Diesen Bereich erwischst du, wenn du alle Schichten, wenn du Harnscheiden, Darmausgang sanft, wirklich nur sanft mal nach innen ziehst. Ja, gar nicht zu fest. Spür mal, ob du das Gesäß mit zusammenkneifst. Gesäß, Po-Muskel sollte weitestgehend locker bleiben. Darm, Scheide, Harn. Und dann versuch mal zuerst Darm, dann Scheide und dann den Harnausgang zu erreichen. Lass das wie so ein Flügelschlag, wie so ein Wimpernschlag sein. Und dann umgekehrt, erst Harn, Scheide, dann Darm, Ausgang. Ja, das ist schwierig zum Ansteuern, aber du kannst mit Sicherheit da irgendwo eine Bewegung spüren. Gut, zweite Schicht. Die hast du quasi in den Händen, nämlich Sitzbeinhöcker. Wenn du sie zueinander zubewegst und nach vorn Richtung Schambein schiebst, dann erreichst du die zweite Beckenbodenschicht. Versuch das mal, Sitzbeinhöcker zusammenzuziehen, auch wenn das vielleicht nur eine Idee von Bewegung ist. Und spannt sich wie ein Dreieck nach vorn Richtung Schambein auf und wieder locker lassen. Idealerweise
dass du mit der Einatmung locker und spannst mit der Ausatmung. Sitzt beide zusammen nach vorne Richtung Schambein an. Mit der Einatmung entspannen, mit der Ausatmung nochmal das Sitzbeinhöcker zusammenziehen, das Dreieck spannt nach vorne Richtung Schambein an. Einatmen, entspannen, locker lassen. Löse mal deine Hände und eine Hand zum Steißbein. Fühl mal so richtig rein, wo das Steißbein ist, ja, zwischen den Po-Muskeln oben. Steißbein kennen wir, glaube ich, alle. Jeder, der schon mal vom Schlitten geplumpst ist, weiß, wo das Steißbein ist. Gut, und dieser Wurmfortsatz, der natürlich nach innen noch weitergeht, den du jetzt nicht tasten kannst, schiebt nach vorne Richtung Schambein. Entsteht so eine Kippbewegung im Becken. Das ist die dritte Schicht, das ist eine sehr große Schicht innen. Das ist die Schicht, die uns Aufrichtung gibt, innerlich und auch äußerlich. Ja? Ein entspannter Beckenboden. Ja, der Beckenboden nicht in ungünstiger Spannung ist und nicht im Stress bist. Hilft dir bei der Aufrichtung. Und wenn du gerade stehst, wenn du aufrecht stehst, wirkt sich das unmittelbar auf deine Ausstrahlung aus. Für dich selbst, du fühlst dich viel, viel besser, als wenn du so zusammengekauert da sitzt. Wenn du aufrecht stehst, wenn du im Leben stehst, wenn du mit beiden Beinen fest im Leben stehst, am Boden stehst, fühlst du dich besser, als wenn du zusammengekauert und runterstehst. Das hat also Auswirkungen für dich persönlich, aber auch auf dein Umfeld. Gut. Ich glaube, die Schichten haben wir wieder erfasst. Und jetzt werden wir uns ein bisschen bewegen und diese Schichten dabei im Blick behalten. Komm mal in den Vierfüßler. Neutrale Vierfußposition. Also der Rücken hängt nicht durch. Fußrücken ist ganz entspannt abgelegt, die Hände unter deinen Schultern. Jetzt nochmal den Scheitelpunkt noch ein Stückchen nach vorn, sodass viel Platz zwischen Schultern und Ohren entsteht. Und jetzt visualisiere nochmal dein Becken. Steißbein schiebt nach vorn Richtung Schambein. Du kommst noch nicht in die Katze, nur das Becken kippt so leicht nach vorn und nach hinten. Also ein paar Mal, zwei, drei, vier, fünf Mal, dass du den Bereich wieder erwischst. Und dann schieb dich weit in die Katze, Rundrücken, den Kopf senkt, den Blick gesenkt. Und mit der Einatmung kommst du in die Kuh. Ja, beobachte dabei die Sitzbeinhöcker und das Steißbein. Wie die Sitzbeinhöcker sich zueinander zu bewegen und voneinander weg. Das Steißbein Richtung Schambein schiebt. Und wie es sich von ihm wieder entfernt. Entspann dabei deine Schultern, Gesichtszüge, Stirn, Kiefer. All das hat mit der Bewegung gerade gar nichts zu tun. Darf ganz locker sein. Gut. Und dann halt die Bewegung jetzt an. Und dann nimm dein rechtes Knie nach vorn Richtung Brust und schiebe es über die Seite raus und mach kreisende Bewegung in deiner Hüfte. Das Hüftgelenk lockern, sodass es ja, uns unterstützt in unserer Beckenbodenübung, dass es uns hilft, aufrecht zu stehen. Du kannst auch mal die Richtung ändern. Vielleicht geht eine Richtung leichter, vielleicht ist das so ein bisschen hakelig. Ja, weit nach hinten mal rausschieben, weit nach vorn Richtung Brust schieben. Jede Bewegungsrichtung mal ausprobieren. Und dann stell dein rechtes Knie zurück und spür hier mal kurz den Unterschied rechte und linke Hüfte. Und dann auf der linken Seite noch das gleiche. Das Bein im Hüftgelenk bewegen, mobilisieren. Jede Bewegungsrichtung mitnehmen. Ganz locker und leicht.
Vielleicht kannst du dein ESG spüren hier an dieser Stelle. Und dann taste dich langsam an das ESG, einen Schmerzpunkt heran. Und versuch ausatmen, locker, weich zu werden. Gut. Und wenn du das Gefühl hast, deine Hüfte ist gut gelockert, dann lass das Knie sinken. Wenn du Katze Kuh einschieben möchtest, dann mach das immer gern, ja, auch um die Schultern wieder zu lockern. Und dann stell dein rechtes Bein weit nach hinten auf. Ja, schieb die Ferse richtig weit in den Boden. Atme ein auf Hüfthöhe an. Hüfte nicht aufdrehen, sondern parallel zum Boden lassen, diagonal den linken Arm dazu weit auseinanderziehen, Stabilität im Bauch und Rumpf finden und dann ausatmen, Knie und Ellbogen zusammenbringen und weit auseinanderstrecken, ganz bewusst mit der Atmung verbinden. Ja, wichtig ist, dass du atmest, nimm mal den Atem Rhythmus verlierst, auch keinen Verlust anhalten, weiteratmen. Ja, noch zweimal. Und dann halt kurz. Arme und Beine nochmal oben. Linke Hand zum Boden. Und dann den rechten Fuß über den linken Fuß abstellen. Einatmen, den rechten Arm nach oben anheben. Jetzt die Öffnung in der rechten Seite. Schieb den rechten Fuß weit in den Boden hinein, ganz stabil. Die Schultern, die Arme übereinander stapeln. Spür mal die Hüfte hinein, den unteren Bauch und den unteren Rücken. Atme tief ein und spürst, dass die Atembewegung hier unten ankommt und durch den Raum Platz schaffen kann. Die rechte Hand zum Boden, Knie wieder ausrichten, abstellen und dann schiebt den linken Fuß weiter nach hinten, hebt den Fuß auf Hüfthöhe an, die Hüfte nicht aufdrehen, stabil bleiben und den rechten Arm diagonal dazu. Erstmal hier Länge und Stabilität schaffen und finden und dann ausatmen, Knie und Ellenbogen zusammenführen, den Rücken rund. Atemfluss bleiben, noch zwei, dreimal. Und dann schieb dich wieder weit auseinander. Hier Stabilität finden. Rechte Hand zum Boden. Linke Fuß kommt hinter den rechten Fuß und du öffnest dich zur linken Seite. Linke Fuß schiebt in den Boden hinein, die Arme übereinander stapeln. Entspann dich von den Gesichtszügen her, die Schulter, genieß die Öffnung der Flanke, linker unterer Bauch, linker unterer Rücken und dann spür die Dehnung in der Hüfte. Tief ein, lange ausatmen, wieder ausatmen, gerne den Bauchnabel so ein bisschen unterstützen, nach innen ziehen. Gut, und dann bring die linke Hand zurück, auch das linke Knie zurück. Fußrücken abgelegt, lass das Gesäß mal auf die Fersen sinken, die Schultern zu den Ohren nach hinten und unten. Gut, und dann leg nochmal beide Hände auf den Bauch. Einfach nochmal zum Spüren. Atme jetzt ein. Und mit der Ausatmung zieh den Damm sanft nach innen, schieb ganz bewusst den Bauchnabel nach innen und kippst so ganz leicht dein Becken, Steißbein nach vorne. Einatmen, locker und entspannen. Ausatmen, Steißbein nach vorne, Beckenboden, Damm nach innen, Bauchnabel nach innen. Einatmen, dann hier Platz und Raum schaffen, ja, weil deine Organe schieben. Und
Bewegung der Ausatmung, die Bewegung der Atmung unterstützen, den Beckenboden nach oben ziehen, Bauchnabel nach innen. Ja, mach das, diese Bewegung für dich ein paar Mal. Mit der Einatmung weit denken, Raum geben. Und mit der Ausatmung alles wieder einsammeln, die Ausatmung unterstützen. Gut, mach das noch zweimal. Und dann lass deine Hände ganz entspannt, die Schulter ganz entspannt und dann komme zum Stehen. Also was auf der Decke liegt, vielleicht schon mal zur Seite räumen. Schau, dass deine Hüfte hüftgelenksweit stehen, die Füße hüftgelenksweit stehen. Schließ die Augen und dann spür mal in die Füße hinein, in deine Ferse, Fußaußenkante, kleinste Bein, große Bein. Schau, dass dein Gewicht auf den Fußpunkten gleichmäßig verteilt ist. Schau, dass deine Knie nicht nach hinten durchgedrückt sind, sondern dass sie ja so ganz mikro gebeugt sind, im Lot zwischen Sprunggelenk und Hüfte. Und mit der Aufmerksamkeit zu deiner Hüfte kannst du gerne die Hände unterstützt vorne und hinten anlegen. Jetzt schiebt man dein Steißbein so ein bisschen nach vorne Richtung Schambein. Dann kippt die Hüfte, der Rücken, der hintere Unterrücken wird ein bisschen länger. Lass deine Schultern, also die Ohren nach hinten unten sinken und die Schulter unten nach oben ziehen. Gut, jetzt hast du einen ganz gesunden, aufrechten Stand und bist auch 1-2 cm größer geworden. Und dann spür hier nur mal hinein. Beweg dich mal nach vorne und nach hinten, gerade so viel, dass du die Kontaktpunkte am Boden nicht verlierst zu deinen Füßen. Ja, wie viel Bewegungsraum kannst du zulassen, ganz stabil, ganz fest in deiner Mitte zu bleiben? Das kann jeden Tag ein bisschen anders sein. Deine Grenzen, deine persönlichen, können jeden Tag anders sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Yoga schult deine Achtsamkeit, deine Aufmerksamkeit, dass du dir erstmal jeden Tag bewusst wirst, wo liegen denn heute meine Grenzen? Dann kannst du sie dem anderen gegenüber besser und klar definieren. Gut. Nimm die Hände einatmen über die Seite nach oben und lass sie über vorn wieder sinken. Mit der Einatmung denk dir wieder im Beckenraum, Bauch weit. Ausatmen, Hände sinken lassen, Daumen, Bauchnabel nach innen ziehen. Noch einmal, einatmen, locker lassen, weit. Ja, du willst dem Bauch Platz geben zum Atmen. Hände sinken lassen, ausatmen, Bauchnabel, Daumen nach innen. Unterstützt die Ausatmung. Einmal einatmen, locker und weit. Aus, Daumen, Beckenboden, Bauchnabel nach innen. Noch einmal, komm einatmen, nach oben. Und mit der Ausatmung lass dich in deine tiefe Vorwärtsbeuge runter sinken. Knie gerne leicht gebeugt. Jetzt spür mal in deinen unteren Rücken, wie fühlt er sich an? Darf dir noch ein bisschen Platz, dann erlaubt dir gerne ein bisschen mehr zu sehen. Sag mal ja, ja, ja und nein. Einatmen, Hände an die Unterschenkel, halbe Vorwärtsbeuge. Ausatmen, mal ganz tief, lass über die Ausatmung, über den Mund alles ausströmen. Einatmen, halbe Vorwärtsbeuge. Ausatmen, nochmal tief sinken, bring die Hände dann zum Boden und steig mit deinem rechten Bein weit nach hinten. Links dazu, Yoga Liege Stütz. Hier ganz besonders gute Position, um Kraft aufzubauen, ja, den Bauchnabel nach innen zu ziehen. Und die Atmung aber fließen lassen jetzt.
Ja, der Bauch unterstützt dich jetzt in dieser Haltung, um stabil in deiner Mitte zu bleiben. Schau mal, ob dein Kiefer zusammenbeißt oder ob die Atmung frei fließen kann. Können die Knie zum Boden, Fußrücken abgelegt, Ellenbogen eng am Oberkörper kommen, Bauch. Einatmen, die Kobra, Schulter nach hinten und unten. Die Kraft kommt aus deinem Rumpf. Gesichtszüge entspannt, Nacken lang. Der Ausatmen, lass dich tief sinken, drück dich dann nach oben über den Vierfüßler und ausatmen in den herabschauenden Mund. Bleib hier und dann beobachte hier wieder deine Atmung. Atmest ein, der Bauch wird weit. Und mit der Ausatmung dann Bauchnabel nach innen ziehen. Nach ein, zwei Atem beobachte hier an deiner Stelle ganz aktiv die Ausatmung unterstützen. Mit dem Blick nach vorn zu deinen Händen, rechter Fuß steigt weit nach vorn. Bleib hier. Und nimm dir auch hier einen Moment Zeit, deine Atmung zu beobachten. Einatmen weit. Und mit der Ausatmung Darm, Bauchnabel nach innen. Links steigt nach vorne, ganze Vorwärtsbeuge. Und einatmen, die Hände über vorn, Knie weich und nach oben in den Berg. Ausatmen, Namaste. Einatmen, die Arme nach oben, mach dich ganz. Weich spüren den Körper vor der Seite. Ausatmen, tief sinken, ganze Vorwärtsbeuge. Einatmen, halbe Vorwärtsbeuge. Bleib jetzt hier für einen Moment und spür der Atmung nach. Einatmen, weiter. Ausatmen, alles zusammen. Ziehe Bauchnabel, Darm, Beckenboden. Sink dann tief. Alles ausatmen. Hände zum Boden, links steigt weiter nach hinten. Rechts dazu. Schultern über die Hände. Den Körper ganz aktiv in die Kraft bringen. Und auch hier nochmal die Atmung spüren. Ja, auch wenn der Bauch fest ist, die Atmung fließen lassen. Knie ablegen, Ellenbogen eng am Oberkörper und zum Boden, Bauchlage. Einatmen, die Kobra. Spür jetzt hier nach. Weiter, auch wenn der Bauch am Boden liegt. Und mit der Ausatmung alles einsammeln. Die Kobra sinkt natürlich so ein bisschen ein. Und kommt einatmend sanft nach oben. Und beobachte für ein paar Atemzüge diese Bewegung. Lass das Gesäß locker, lass deine Beine locker. Gut, und dann lass dich hier tief sinken, Füße aufstellen, über den Vierfüßler und dann weiter herabschauen. Nimm dir hier im Moment Zeit, vielleicht die Beine zu lockern, mal unter den Achseln durchzuschauen, ein bisschen Geschmeidigkeit in die Haltung hineinzubekommen, auch mal ja, 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 und ein Nein zu sagen, den Nacken entspannen lassen. Und dann nimm den Blick nach vorne, links steigt weit nach vorne, rechts dazu. Hände über vorne nach oben, komm in den Berg und dann ausatmen, Hände vors Herz. Gut. Einatmen nach oben, ausatmen, tiefe Vorwärts. Halbe Vorwärtsbeuge ein, ausatmen, tief rechts weit nach hinten. Links dazu. Ganz oder über die Knie an den Boden ablegen, ausatmen. Einatmen, kommen die Kobra. Aus, sinken tief über den Vierfüßler. Ausatmen, herabschauender Punkt. Blick nach vorne, weiter Schritt rechts. Tief sinken, einatmen, Kniebeuge, komm nach oben, aus, Namaste. Einatmen, nach oben, ausatmen, tief sinken, ganze Vorwärtsbeuge.
Einatmen halbe, ausatmen tief, links weiter hinten, rechts dazu. Ganz oder über die Knie an den Boden abheben, atmen ein, die Kobra lächelt, ausatmen tief, Zehen aufstellen, der ganze Weg in den herabschauenden Hund. Links kommt nach vorne, rechts dazu, Arme über vorne nach oben, ausatmen tief, noch eine Runde Sonnengruß, ein und nach oben, ausatmen tief, ein halbe Vorwärtsbeuge, ausatmen tief, sinken rechts nach innen, links dazu. Ganz oder über die Knie an den Boden ablegen. Einatmen, Kobra. Ausatmen, tief. Über den Vierfüßler. Herabschauen, der Hund. Arm aus. Rechts kommt nach vorn. Links dazu. Lass dich tief hängen in der Zeit. Und dann die Hände über vorne nach oben. Ausatmen, tief. Namaste. Links noch, einatmen nach oben, ausatmen tief sinken, halbe Vorwärtsbeuge ein, ausatmen tief links statt nach hinten, rechts dazu, ganz oder über die Knie am Boden abgelegt, Brustbein nach vorne, einatmen die Kobra, die Lächel, der Nacken lang, ausatmen tief sinken. Und über den Vierfüßler, der herabschauende Hund. Arme gerne mal aus, noch immer eine gute Position, um für einen Moment zu verweilen, Kraft zu schöpfen. Und dann kommt der linke Fuß nach vorne, rechts dazu. Und dann einatmen, Berg, ausatmen, Namaste. Gut, spür den Sonnengruß für einen Moment nach, spür mal die Energie und versuch ausatmend jetzt langsam wieder die Ausatmung zu unterstützen. Wenn du jetzt hier stehst, dir wieder bewusst zu werden mit der Einatmung weiter und mit der Ausatmung Bauchnabel rein, den Damm nach innen, dann erreichst du alle Beckenbodenschichten. Und einatmen wieder locker lassen. Schau mal, währenddessen du dich beobachtest, ob du die Beine mit fest anspannst oder das Gesäß mit fest anspannst. Das sind eigentlich keine Beckenbodenmuskeln, die spannen sich zwar mit an, aber versuch da nicht die Spannung im Oberschenkel und im Gesäß primär zu erzeugen. Beobachte das mal. Kannst du gerne auch mal die Hände auf deinen Körper legen, um das besser zu fühlen. Einatmen nochmal weiter und mit der Ausatmung dann Bauchnabel nach innen. Oberschenkel Gesäß bleibt locker. Einatmen locker lassen. Ja, der Fokus vielleicht mal auf das locker lassen legen. Ausatmen, alles einsammeln. Einatmen, weich und weit, locker. Ausatmen, Daumen, Bauchnabel nach innen. Gut. Geht's weiter. Einatmen, die Arme über vorne nach oben. Ausatmen, Gesäß tief für den Plitz, für den Stuhl. Arme bleiben oben, Rücken der ist lang. Nicht ins Hohlkreuz fallen, wenn du merkst, da entsteht Druck, zieh das Steißbein nach vorne, nicht im Schambein, der untere Rücken länger und geschützt Bauchnabel, das sanft nach innen ziehen. Und dann beobachte die Atmung in der Anspannung. Einatmen, kreier weiter. Ausatmen, alles einsam. Bauchnabel nach innen. Dann Beckenboden nach innen. Und das Ganze mit einem Lächeln. Tief ein, lang aus, gerne das Gesäß noch ein bisschen tiefer. Schau, dass deine Fußspitzen sichtbar bleiben, dass die Knie nicht über die Zehen schieben.
Atemzüge. Noch zwei. Und dann komm einatmen nach oben. Lass die Hände über die Seite sinken. Kreis mal deine Schultern. Schau, dass du im gesamten Körper wieder locker bist. Beobachte die Atmung. Einatmen. Denk dir wieder die Weite der Ausatmung. Daumenbogen nach innen, Oberschenkel bleiben locker. Gut, noch einmal die Hände über vorne nach oben nehmen, das Gesäß tief bringen. Und jetzt kannst du deine Arme ganz locker leicht ein bisschen schwingen lassen. Und versuch auch hier die Bewegung und die Atmung miteinander zu verknüpfen. Einatmen locker weit, ausatmen, Gesäß locker lassen, aber den Daumen nach innen. Probier dich da mal ein bisschen aus. Und wenn du das Gespür verlierst, setz einfach wieder neu an. Ja? Ein bisschen spielen, ein bisschen neugierig sein. Ja, dabei die Gesichtszüge entspannt und locker lassen. Ich weiß, es tun ziemlich viele Sachen, aber deswegen versuchen wir hier in den einzelnen Haltungen immer wieder den Fokus drauf zu legen. Gut, jede Seite noch zweimal. Und dann komm wieder zur Mitte, halte nochmal einen Moment, nimm die Hände vors Herz, entspann die Arme, die Gesichtszüge und dann noch zwei bewusste Atemzüge hier. Und dann komm zum Stehen und spür die Haltung, den Blitz kurz nach. Kannst gerne einen Schluck trinken, wenn dir danach ist. Und dann kommen wir zum Bauen unserer Balanceübung. Die Hüfte ganz locker dabei lassen, die Knie hüftweit stellen. Die Augen nochmal kurz schließen, um die Füße im Boden zu spüren. Ja, immer wieder Zeit zu nehmen, vor allem die große Ballen an den Boden zu schieben. Und dann das Gewicht auf beide Füße gleichmäßig verteilen. Den linken Fuß erden, bring mehr Gewicht nach links, den rechten noch nicht lösen. Einfach hier mal so ein bisschen mit der Gewichtsverteilung spielen. Und dann darfst du deine Augen öffnen, wie ein Fixpunkt am Boden suchen. Ein Platz für den rechten Fuß, linker Fußrücken. Linkes Knöchelgelenk oder der Unterschenkel. Wenn du Unterschenkelbein hast, immer Druck gegen Druck auf. Und auch hier das Steißbein nach vorne Richtung Schambein ziehen, damit das Becken aufgerichtet ist und du den Beckenboden mit in die Aktivität hineinnimmst. Gut, und dann ganz konzentriert, nimm die Hände über vorne nach oben, atme ein. Ausatmen, die Hände sinken lassen. Einatmen, locker. Ausatmen, dann Bauchnabel nach innen, die Hände sinken lassen. Noch einmal, einatmen, die Hände nach oben. Ausatmen, sinken lassen. Und dann nimm die Hände für die Atemzüge, die letzten, in einer Position deiner Wahl, gerne fürs Herz. Eine Hand auf dem Oberschenkel, eine Hand ausgestreckt, ganz gleich. Du darfst entscheiden, wo du dich wohlfühlst. Und dann spür die Kraft im linken Bein.
Spür deine sichere Basis, dein Becken. Lass die Atmung fließen und spiel hier so ein bisschen mit Weichheit, Konzentration, Anspannung. Balanceübungen, damit erreichst du immer deinen Beckenboden, weil du Aufrichtung brauchst. Und für die Aufrichtung brauchst du den Beckenboden. Gott, verweile noch zwei Atemzüge in Stille. Löse dann die Hände, löse den rechten Fuß, schließ mal die Augen und spür für einen Moment nach. Dann erde deinen rechten Fuß, Ferse, Fuß außen kann die kleinste Bein, große Bein. Nimm dir der Zeit, wirklich den Fuß zu erden, das Bein zu spüren. Schau, dass das Knie nicht nach hinten so durchschnackelt, sondern dass es in Blut ist, dass das ganze Bein in der Kraft ist. Und wenn du das hast, dann löse links und finde die Position für deinen Fuß. Einfach nur angelehnt oder den Unterschenkel. Du kannst auch mal den Oberschenkel ausprobieren auf dieser Seite, aber bitte nicht das Knie. Ja, auch hier wird die Steißbein nach vorne Richtung Schambein ziehen, das Becken so kippen, noch mehr Stabilität aufbauen. Die Konzentration liegt im rechten Bein, im rechten Fuß, nicht da, wo der linke Fuß ist. Und dann bringen über vorne die Arme nach oben. Und ausatmen, sinken lassen. Und auch hier wieder ein bisschen spüle. Einatmen, weit. Ausatmen, alles wieder einsammeln. Arme über vorne nach oben bringen. Auch wenn du hier gestreckt bist, entsteht Platz und Raum. Ausatmen, Damm, Bauchnabel nach innen. Nimm die Hände jetzt in Position deiner Wahl. Verweile in Konzentration. Dein Bewusstsein, deine Kraft, der Aktivität. Wenn du aus der Haltung rausfällst, einfach wieder neu ansetzen, ist gar kein Problem. Und dann löse sanft die Hände und löse ganz langsam, wirklich ganz bewusst die Haltung auf. Den linken Fuß einfach ganz bewusst lösen, abstellen, Augen schließen, nachspüren und mal wirklich fühlen, wo fließt jetzt gerade die Kraft, die Energie hin. Ja, was passiert im Körper, wenn ich die Haltung auflöse, wenn die Kraft, die Spannung aus dem Muskel ausweicht. Sehr gut. Dann komm nochmal an den Anfang der Matte. Füße nochmal hüftweit, Hände über vorne nach oben bringen. Nochmal deine gesamte Länge spüren. Ausatmen, tief sinken. Einatmen, halbe Vorwärtsbeuge. Ausatmen, sink tief. Steig mit rechts Bein nach hinten. Lass die rechte Hand am Boden. Atme ein, öffne dich nach links. Linke Hand zieht nach oben. Spür weiter auf der linken Seite. Nimm dir einen Moment Zeit, wieder der Atmung nachzuspüren. Bring dann die linke Hand zum Boden. Du kannst das rechte Knie, den rechten Fußgürtel ablegen. Die Hand, die linke, zur Mitte bringen, der linke Fuß wandert nach außen. Schau dich mal hier so ein bisschen in die Haltung hinein ein. Die Hüfte lockern, der Fokus liegt jetzt auf dem linken Hüftgelenk. Und dann bring deine linke Hand zum linken Oberschenkel. Und dann kannst du den linken Oberschenkel hier so ein bisschen wegschieben, den Fuß auf die linke Außenkante
stellen, dich in die Haltung hineintreten. Der Brustkorb, der möchte jetzt zur linken oberen Seite schauen. Du kannst den Kopf mitnehmen. Du kannst ihn aber auch Richtung Boden sinken. Schau mal, was für deinen Nacken angenehm ist. Ja? Der Fokus liegt auf der Hüfte. Und mach eine Drehung im Rücken und die Öffnung, dass du Platz und Weite beim Atmen hast. Und dann versuch ausatmen wieder zu unterstützen. Bauchnabel dann nach innen. Und dann löst sanft auf. Hand zum Boden zurück, der Fuß wandert zurück. Rechter Fuß, rechtes Knie lösen. Und dann steige deinen linken Bein nach hinten in die Planke. Atme aus, ganz oder über die Knie an den Boden ablegen. Komm einatmend in die Kobra und die Schultern weit weg von den Ohren. Fußrücken abgelehnt, entspann mal hier ganz bewusst die Beine. Entspann mal dein Gesäß. Schau mal, schiebt in den Boden. Gesäß locker. Und dann bleib hier für einen Moment. Lass die Atmung fließen. Ein in den Bauch weit. Ausatmen. Dann Bauchnabel nach innen. Spür mal, was da passiert. Und dir Zeit. Einatmen weit. Ausatmen, alles nach innen ziehen. Nimm das Tänzeln mal ganz bewusst wahr. Diese Auf- und Abbewegung. Ja? Die Kraft kommt aus den Rücken, aus dem Becken, aus dem Bauch heraus. Die Hände sind nur zur Unterstützung da, die stützen nicht das gesamte Gewicht. Entspann gleichzeitig deine Gesichtszüge. Schau mal, dass die ganze locker sind. Runzel mal die Stirn. Denk an deinen Kiefer, die Lippen. Boah, dann lass dich hier ganz am Boden ab. Nimm mal die Hände unter die Schulter. Du kannst die Hände unter die Stirn, Entschuldigung. Du kannst die Stirn noch ablegen und dann schüttel mal dein Becken hier aus. Das Becken ganz locker, lass dein Gesäß locker. Gut, und dann Schambein in die Matte schieben. Und die Atem fließen lassen. Beine entspannt, Gesäß entspannt. Und dann löst dein Schambein, schaue dein Becken wieder hin und her. Und dann halt an, bring wieder mehr Druck, Schambein Boden. Lass die Atem fließen, entspann die Schultern, schaust du alles, was du für diese Haltung gerade nicht brauchst, nicht mit Anspannung. Und dann löse, schaukel nochmal dein Becken, das Gesäß locker. Und dann bring die Hände unter, also unter die Brust, neben die Brust. Stell die Füße auf, schieb dich nach oben in den Vierfüßler. Und dann weiter in den herabschauen und atme aus. Gut. Der rechte Fuß kommt nach vorne, links dazu. Gib einatmen, die Arme von vorne nach oben und ausatmen, die Hände sinken lassen. Einatmen, komm nach oben. Ausatmen, tief. Links steigt weiter nach hinten. Linke Hand am Boden. Einatmen, öffne dich zur rechten Seite. Spür hier weiter. Genieß diese Drehung in der Wirbelsäule, die dir Mobilität, Flexibilität schenkt, aber auch ganz viel Standfestigkeit. Rechte Hand zum Boden. Linkes Knie erden, Fußrücken erden, die rechte Hand zur Mitte. Der Fuß darf nach außen wandern und dann schaue ich immer so ein bisschen dich in diese Öffnung hinein. Du kannst das Knie mehr nach außen sinken lassen. Schau mal, wie sich das der Hüfte anfühlt. Vielleicht knarzt das ein bisschen. Vielleicht ist es aber auch ganz geschmeidig schon, ganz locker. Gut.
Und dann löse rechte Hand links zum Oberschenkel. Es schiebt dich hier in die Drehung, in die Öffnung rein. Rechts darf nach außen sinken, auf die Fußaußenkante, das Knie darf nach außen fallen. Dann möchtest du dich hier weit öffnen. Der Kopf, der darf schauen, wie er möchte. Er steht gar nicht im Fokus, er soll aber entspannt und locker bleiben. Und dann spür hier in die Öffnung hinein, in die Hüfte. Und spür und spiel mit deiner Atmung. Du weißt, einatmen weit und locker mit der Ausatmung und stützt dann Bauch, Nabel, Becken. Lass alle Ausatmen ausströmen, mach dich ganz leer. Und dann hast du einatmen ganz viel Platz und ausatmen, mach ganz, ganz leer, mach alles zusammenziehen. Und dann komm langsam mit deinen Händen wieder nach unten. Stell den linken Fuß, linkes Knie auf und steig mit rechts nach hinten. Planke. Nochmal hier gut spüren. Aktivität. Ja. Kraftvolle Schultern, kraftvolle Arme. Knie dann nach unten oder ganz an den Boden ablegen. Nochmal die Hände unter die Stirn bringen. Schau dir mal dein Becken. Lass auch deine Schultern vielleicht mal so ein bisschen mitreißen und drücken. Und dann leg nochmal die Stirn ab. Und dann atme nochmal ein. Schau mal zum Boden bringen. Also diese Kippbewegung, die da jetzt entsteht, nicht ganz so deutlich. Steiles Bein bewegt sich zum Schambein nach vorne. Atmen, fließen lassen und dann alles mal wieder locker an. Spür, wie das Gesäß auch die Spannung rausgibt, wie der Oberschenkel locker wird. Und wenn du jetzt dein Schambein in den Boden schiebst, versuch mal gleich ein bisschen Spannung loszulassen, Oberschenkel im Gesäß. Du kannst auch mal die Hände dahin bringen. Gar nicht so einfach, das Gesäß da locker zu lassen. Aber irgendwie werden wir das schaffen. Gott. Die Hände gerne wieder nach vorne. Löse auf. Lass locker, wird weich, ganz entspannt. Und dann bring jetzt nochmal die Hände neben die Hüfte. Ja, den Schultern weit weg von den Ohren. Der Nacken lang, geht nach unten zum Boden. Für die Heuschrecke atme jetzt ein, löst die Hände vom Boden. Der Rumpf hebt sich und wenn du kannst, löst auch die Beine vom Boden. Ganz viel Stabilität und Aktivität jetzt im gesamten Körper. Schau aber, dass deine Gesichtszüge entspannt und locker bleiben. Atme tief in den Bauch hinein. Und mit der Ausatmung Bauchnabel dann beim Innen ziehen. Lass die Atmung fließen. Die Kraft spüren. Noch zwei Atemzüge. Und dann leg dich kontrolliert an den Boden ab. Nimm die Hände gerne mal unter die Stirn. Leg die Stirn ab. Entspann die Beine, Rücken, Kopf, Arme. Und auch hier, atme tief ein, nimm die Weite wahr, die immer da ist, auch wenn du unter Anspannung bist. Ja? Wirklich sich das bewusst zu machen. Und dann wirst du merken, dass du jetzt schon langsam ein besseres Bewusstsein, leichteren Zugang hast zur Hüfte, zum Becken und zur Verbindung zu deinem Atem. Nimm nochmal die Hände neben deine Hüfte, ja, um dich hier wirklich zeitlich gut auszurichten, dass die Schultern locker und entspannt bleiben, der Nacken klebt zum Boden. Atme ein, ja, die Kraft kommt aus dem Rumpf, nimm die Hände
Dann, wenn du möchtest, auch die Beine mit nach oben. Zieh dich weiter nach oben, Blick geht zum Boden. Die Gesichtszüge sind entspannt und die Atem, die da fließen. Tief in den Bauch ein, weit, leicht und ausatmen. Daumen, Bauchnabel nach innen ziehen. Dann sinkt die Heuschrecke so ein bisschen ein. In der nächsten Einatmung richtet sie weit auf. Noch zwei, drei Atemzüge und dann löst ganz kontrolliert, ganz bewusst, ganz achtsam auf. Bringe deine Hände neben die Brust. Schick dich nach oben, Vierfüßler und dann weiter herabschauender Punkt. Du kannst hier mal in die Knie kommen und so ein bisschen wippen. Ja, mit dem unteren Rücken hier wieder so ein bisschen nochmal zu lockern, nochmal zu entspannen. Und dann halt an und streck der linke Fuß nach vor, rechts dazu. Nimm dir nochmal Zeit für diese Vorwärtsbeuge. Greif mit deinen Ellenbeugen. Lage das Gewicht ein bisschen auf den vorderen Fuß. Sag ja, 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 nein. Tief ein. Lange ausatmen. Mach dich ganz leer. Lass über die Ausatmung alles ausströmen. Lass die Hände sinken. Lass den Kopf ganz schwer werden. Und dann wandern mit deinen Füßen ein bisschen weiter auseinander. Fußspitzen nach außen, die Hände zum Boden, das Gesäß tief. Tiefe Hocke. Ja, Lieblingsasana. Wenn das zu anstrengend ist, dann setz dich gerne auf ein Kissen. Wenn du die Ferse nicht ganz runterbringst, kannst du eine Decke unter die Fersen nehmen. Die Ellenbogen an die Knie, die Hände vors Herz. Und dann lass die Atmung hier einfach fließen. Nimm Spannung aus deinem Gesäß, aus den Oberschenkeln heraus. Erde deine Füße und lass das Steißbein nach unten sinken. Ja, das hat immer ein bisschen diese Haltung, was mit Vertrauen zu tun. Ja, die Gewissheit, dass du nicht umfallen wirst, dass die Füße dich halten, dass du Balance findest. Immer so ein bisschen eine Überwindung, sich in diese tiefe Hocke hineinzusetzen und wirklich loszulassen. Kontrolle abzugeben. Und diese Weite in der Hüfte zuzulassen. Dann wachst über die Wirbelsäule nochmal die Länge, zieh die Steigerungen lang, spür, wie der untere Rücken hier mehr und mehr entspannen kann, wie du mehr und mehr Spannung aus den Beinen, aus dem Gesäß lassen kannst. Dann gleichzeitig mal die Öffnung an der Körpervorderseite wahrnehmen, Brustkorb, die Schlüsselbeine sind weit, dein Gesicht ist entspannt. Und dann darfst du auflösen, die Hände lösen, zum Boden sinken lassen, den Rücken runden, den Kopf sinken. Und dann lass dein Gesäß zum Boden kommen, die Füße nach vorne aufgestellt. Nimm die Hände unter die Knie, spür jetzt Sitzbeine am Boden. Die dürfen sinken, die dürfen in die Matte hereinschieben. Nimm die Hände unter die Knie, lass den Rücken lang. Schultern weg, Brustbein, Schlüsselbeine weit. Gesichtszüge entspannt und locker. Dann bleib hier für einen Moment. Und dann erlaub dir, mit dem runden Rücken nach hinten auf die Matte zu rollen. Dann nimm die Knie gern mit, mach ein kleines Päckchen.
Vielleicht magst du unter dem Rücken mal so kreisen. Nimm die Knie, kreise rechts rum, kreise links rum. Ja, um diesen Kreuzbeinbereich, den Hirnbereich ein bisschen auszumassieren. Kreise aber in die andere Richtung. Und dann öffne die Knie, zieh sie nach außen, nach vorn schließen, bitte ranholen, öffnen, wegschieben, nach vorn bringen. Lass ein bisschen einfach mal spielen. Und dann auch mal die andere Richtung kreisen, nach vorn weg und über die geöffnete Seite zu dir heranholen. Schau, dass dein Rücken dabei ganz entspannt ist. Ja. Und dann stell mal die Füße auf. Nimm hier wahr, wie Spannung rausweicht. Ich finde es immer ganz faszinierend, was alles locker wird, was einem gar nicht bewusst wird, was man alles mit angespannt hat. Und dann löst nochmal die Füße vom Boden, die Knie sind jetzt über der Hüfte aufgestellt, die Hände am Oberschenkel. Und jetzt schieb mal dein rechtes Bein so weit nach vorn, ja, dass der untere Rücken noch am Boden ist, nicht ins Hohlkreuz fällt und du wirklich gerade noch so entspannt halten kannst. Und dann zieh das Knie wieder zu dir heran, wechsel dann mit links. Schieb es nach vorn, der Rücken bleibt am Boden. Ja, nicht ins Hohlkreuz fallen. Und dann wechseln mit rechts. So knapp über den Boden halten. Schauen wir, wie weit es geht. Nicht ablegen. Ganz sanft in der Spannung bleiben. Ja, die Ferse schiebt weit nach vorne. Die Zehen kannst du zu dir heranziehen. Also Bewegungen auch gerne ein bisschen schneller machen lassen. Und wenn du so richtig gut dabei bist, kannst du es auch mal mit beiden Beinen versuchen. Und gar nicht so weit oben ansetzen, knapp über den Boden. Und dann wieder zurückziehen. Aber wenn du merkst, dass der untere Rücken ins Hohlkreuz gerät, sich löst, ja, wenn da ein Druck entsteht, dann lass es lieber noch. Gott. Und dann nimmt sie ein Knie näher zu dir heran und lass das andere lang am Boden absinken. Ja, zieh das Knie, was du jetzt in deiner Hand hast, mehr und mehr an deine Achsel, an deine Schulter und schieb das gegengesetzte Ferse am Boden noch ein bisschen weiter weg. Ganz aktiv hier nochmal sein, das Bein ist am Boden, es liegt am Boden, die Zehen am Boden ziehen zu dir ran. Und das Knie, was du in deinen Händen hast, zieht zur Schulter, zur Achse. Und dann entspann dich hier mit jeder Ausatmung mehr und mehr in diese Haltung hinein. Jede Ausatmung, den Darm sanft nach innen ziehen, Bauchnabel nochmal sanft nach innen ziehen. Und dann löst wirklich langsam und achtsam auf. Stell dein Knie, deinen Fuß auf. Und dann tausche mit dem Bein, was am Boden liegt. Zieh das jetzt zu dir heran. Und das andere legst du am Boden ab, die Fersen schieben weit nach vorne, die Zehen zu dir heran. Und das Knie, was du in der Hand hast, ziehst du ganz sanft und achtsam zu der Achsel, zur Schulter. Ziehst dich hier weit auseinander. Atmest lang aus, genießt dieses Gefühl, am Boden zu liegen. Getragen zu sein, ganz sicher, ganz stabil. Beobachte das nochmal, die Atmung, das Fließen, die Bewegung im Darm, im Bauchnabel.
Und dann löse auch hier langsam auf, bring den Fuß zurück zum Boden, stell den anderen Fuß auf. Die Knie nochmal nach links und nach rechts sinken lassen. Für die halbe Brücke bring die Hände zum Boden, die Schultern nochmal nach hinten und unten. Richte die Füße gut aus. Ja? Die Füße stehen hüftgelenksweit. Vielleicht hast du da schon ein Gespür dafür, wie weit es ist. Ansonsten schau kurz nach. Die Knie, die fallen jetzt nicht auseinander. Sie müssen sich nicht berühren, aber sie ziehen tendenziell zusammen. Und dann atme ein, schieb die Füße in den Boden, löse das Becken, roll, verwirbel nach oben bis zu deinen Schultern. Das Gewicht liegt nicht am Nacken, sondern hört an den Schultern auf. Lass den Kopf ganz gerade, nicht den Kopf drehen, Stirn entspannen, Kiefer locker. Und mit der nächsten Ausatmung kommt, roll, verwirbel, atme den Boden. Nimm mal die Spannung aus, weich, ja, wie das Gesäß locker wird. Mit die Oberschenkel nachgeben. Und dann noch eine Runde. Einatmen, Füße in den Boden. Roll Wirbel für Wirbel nach oben bis zu deinen Schultern. Und dann ausatmen, Roll Wirbel für Wirbel nach unten. Locker lassen, entspannen. Einatmen, Füße schieben in den Boden. Wirbel für Wirbel nach oben. Das Becken schiebt zur Decke, Knie ziehen zusammen. Ausatmen, Roll Wirbel für Wirbel nach unten. Ein letztes Mal, einatmen, Roll Wirbel für Wirbel nach oben auf und Wirbel für Wirbel wieder nach unten. Bleib dann da und jetzt drück mal nur deinen rechten Großzehenballen in den Boden. Nur den rechten Großzehenballen in den Boden drücken. Mach das ein paar Mal. Was passiert im Becken? Die rechte Hüfte, rechtes Gesäß löst sich vom Boden ab. Mach das jetzt links. Den linken Großzehenballen in den Boden schieben. Vielleicht ist es hakelig. Vielleicht geht es auch ganz locker leicht. Ganz gleich, wie sich das für dich anfühlt. Mach das ein paar Mal auf der linken Seite. Ja, lass das so ein Kippen, so ein Schaukel in deinem Becken entstehen. Schau wirklich, dass die Bewegung der Fuß auslöst. Nicht, dass du aktiv das Becken anhebst, sondern schieb den Fuß, den Großzehenballen in den Boden. Und dann wechsel nochmal mit rechts. Fünfmal rechts. Und dann nochmal fünfmal links. Und dann wechseln mal ab, rechts, links, wirklich nur der Fuß und der Großzehenballen schieben in den Boden, nicht das Becken aktiv anheben. Hausaufgabe, wenn du das nächste Mal spazieren gehst, roll über den Großzehenballen ab, wenn du einkaufen gehst, wenn du im Haus umeinander wurschtelst, dann roll den Großzehenballen ganz groß ab, es gibt deine ganz angenehme Schwingung am Becken, wenn dein Becken locker und weich ist, dann kannst du deinen Beckenboden besser ansteuern, dann bist du aufgerichteter, wenn du aufgerichteter bist, dann strahlst du das nach außen aus, du bist offener. Es fühlt sich mental gleich viel fröhlicher, leichter an, als wenn man ja, da einsinkt. Gut, und dann halt die Bewegung an. Und dann darfst du deine Beine ausstrecken und darfst aber auch gerne die Fußflächen aneinander nehmen und die Knie nach außen sinken lassen für den liegenden Schmetterling. Du darfst aber auch gerne Fischerwasser machen, dich ausstrecken.
Erlaub den Beinen nochmal weit geöffnet zu liegen, dass die Füße nach außen ganz locker leicht sinken können. Nimm die Schulter nochmal nach hinten und unten, das Kinn Richtung Brustbein, der Nacken nochmal lang. Und dann nimm nochmal 2, 3 tiefe Atemzüge bis in den unteren Bauch, bis in den unteren Rücken hinein. Und lass dich ausatmen, gerne über den Mund. Tiefer und tiefer in deine Endentspannung hineinsinken. Lass deine Atmungen fließen und spür für einen Moment, wie du am Boden liegst. Deine Füße wahr, Beinrückseiten, dein Becken, dein Gesäß. Entspann die Hüften, die Leisten, deinen Rücken, Schultern, Kopf. Entspann die Stirn. Genieße es, die Augen tief liegen, die Augen geschlossen sind, der Bereich zwischen den Augenbrauen sich jetzt entspannen darf. Die Fältchen um die Augen herum, Lachfältchen, die Fältchen. Ja, die dir zeigen, dass du liebst, dass du strahlst, dass du glücklich bist. Und dann erlaub deinem Kiefer locker zu sein. Zunge und Gaumen ganz entspannt. Lippen sanft geschlossen. Und dann nimm deinen gesamten Körper am Boden wahr. Ganz entspannt, deiner stabilen Mitte, deiner stabilen Basis, dein Becken. Das hast du gelockert, du bist deinem Beckenraum näher gekommen, hast die Brust gespürt, du hast angespannt, du hast losgelassen. Und dann atme gerne nochmal tiefer ein und lass ausatmend über den Mund einfach nochmal alles raus. Bring einatmend mehr Aktivität bitte in den gesamten Körper. Und dann darfst du gerne geräuschvoll ausatmen, das entspannt immer nochmal ganz ungemein. Hilft diese ungünstigen Spannungen in unserem Körper zu lösen. Das geräuschvolle Ausatmen. Und dann darfst du dich gerne auf die Seite legen und über die Seite dann nochmal zum Sitzen kommen. Einen aufrechten Sitz einnehmen, die Augen gern für einen Moment noch geschlossen lassen, dass du einen Moment noch Zeit hast für den Übergang und nicht sofort wieder los, noch nicht sofort die Decke zusammenlegen, noch nicht die Staubfuseln am Boden sehen, sondern noch mal wirklich kurz für einen Moment zum Abschluss bei dir zu bleiben. Nimm deine Hände im Gebetszeitraum vor, dein Herz, spür die Handflächen aneinander, erreib sie hier nochmal ganz fest, dass Hitze und Wärme entsteht. Ja, vielleicht gibt es einen Bereich, der in deinem Körper ein bisschen Aufmerksamkeit braucht. Und ansonsten leg die Hände auf die Stirn, auf die Augen und spür diesen wärmenden Kontakt hier kurz nach. Deine Hände spüren,
Auflagefläche spüren und dann deine Hände vor dein Herz. Schenk dem Lächeln, bedanke dich bei dir selbst. 75 Minuten Beckenboden, 75 Minuten Aufmerksamkeit, Achtsamkeit, Bewusstheit. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Freitag. Hier scheint die Sonne. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, ihr Lieben. Bleibt gesund und dann hoffentlich sehen wir uns bald wieder hier live vor Ort oder dann wenigstens online nächsten Freitag, wenn ihr mögt. Habt es bis dahin ganz, ganz fein und vor allem bleibt gesund. Namaste. Die Hände am Boden, Schoß sinken lassen, die Augen öffnen, dir wieder was anziehen, rüberziehen. Und wenn ihr mögt, dürft ihr gerne euch wieder laut stellen, müsst aber auch gar nichts davon, irgendwie euch beliebt. Dann halte ich die Aufzeichnung an.